Anstelle eines Zuhauses hat sie eben zwei. Ah, 50 Minuten, ist das schön. Ey, ist das schön. 50 Minuten True Crime. Ey, aber wir haben wieder angefangen schon, oder was? Utko, du musst irgendwie, irgendwie einschlafen können. 50 Minuten, Digga. Ich hoffe, es wird ein geiler Fall. Wenn es kein geiler Fall ist, hart. Ernest, gut, viel Erfolg, Bruder. Melis hat Ehrenmann, hat den Sub geschenkt, die gefragt haben, ehrlich. Melis hat Ehrenmann, ja, danke schön. Melis hat Tipico gewonnen? Nee, ich kenne Melis hat persönlich. Ich. nee, nee. Guter, guter Mann, Melis hat wirklich. Bismillah und rein stark. Am 19. März 1999 bekommen Nicole Schmidt und Joseph Petito aus dem US-amerikanischen Ort Blue Points im Bundesstaat New York eine Tochter namens Gabrielle wie Nora Petito. DJ Maddox, nach der Geburt von Gabrielle bekommen die beiden noch einen gemeinsamen Sohn namens TJ. Doch die Ehe von Nicole und Joseph geht in die Brüche. Beide heiraten neu, sodass Gabby im Laufe der Jahre noch vier Halbgeschwister bekommt. Gabby kommt mit ihrem Stiefvater und ihrer Stiefmutter sehr gut zurecht. Anstelle eines Zuhauses hat sie eben zwei. Sie liebt ihre Geschwister, genau wie ihre zahlreichen Freunde. Als Kind ist sie das, was man wohl einen Sonnenschein nennen würde. Schon von klein auf liebt Gabby es, sich die Welt anzusehen. Bereits während ihrer Schulzeit reist sie nach Costa Rica und auf die Bahamas. 2017 macht sie ihren Abschluss an der Bayport Blue Point High School, danach zieht sie erst einmal nach North Carolina. Dort arbeitet sie zwischen September 2017 und Januar 2019 als Kellnerin in einem Restaurant in Wilmington, unweit ihres neuen Wohnortes in Carolina Beach. Zu dieser Zeit bewirbt sich Gabby auch am Cape Fear Community College, entscheidet sich aus unbekannten Gründen aber gegen die Aufnahme eines Studiums. Schon zu Highschool-Zeiten lernt sie Brian Laundry kennen, der dieselbe Schule besucht. Die beiden sind gut miteinander befreundet. Doch erst im März 2019 beginnen die beiden eine Beziehung miteinander. Brian wohnt inzwischen mit seinen Eltern in Northport in Florida und Gabby zieht bei der Familie Laundry ein. Beide arbeiten in einer örtlichen Filiale des Supermarkts Publix. Sie arbeitet in der dem Supermarkt angeschlossenen Apotheke, Brian in der Lebensmittelabteilung. Doch Gabby und Brian haben größere Pläne, denn die beiden verbindet vor allem eines. Das Paar liebt es zu reisen. Von Ende 2019 bis Anfang 2020 unternehmen die beiden einen Roadtrip, der sie von New York nach Kalifornien führt. Dabei machen die beiden unter anderem in Las Vegas am berühmten Yosemite Nationalpark und an der kalifornischen Küste halt. Hey Jimmy, was geht? Im Mai 2020 postet Gabby dieses Foto auf Instagram und schreibt dazu: Ich kann es kaum erwarten, wieder Tage wie diesen zu erleben, mit dir um die Welt zu reisen und Fremde zu bitten, uns zu fotografieren. Ich werde solche Momente nie wieder als selbstverständlich ansehen. Ich liebe dich. Als die beiden von ihrem Abenteuer zurückkehren, ist klar, dass das junge Paar öfter unterwegs sein will. Im Juli 2020 verloben sie sich. Hier ist ein Bild von unserem ersten Date, weil ich so viel Liebe für dich habe. Brian hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und ich habe ja gesagt. Mit dir fühlt sich das Leben unwirklich an. Und jeder Tag mit dir ist so ein Traum. Im Dezember 2020 kauft Gabby von ihrem Ersparten einen zum Camper ausgebauten Ford Transit. Der nächste Roadtrip soll noch größer werden und länger dauern als der erste. Denn von nun an wollen die beiden Vollzeit reisen und in ihrem ausgebauten Van leben. Deshalb legen sowohl Gabby als auch ihr Verlobter Brian sich noch einmal richtig ins Zeug. Gabby beginnt im Schnellrestaurant Taco Bell zu arbeiten. Mehr als 50 Stunden wöchentlich arbeitet sie, um möglichst viel Geld für die Reise beiseite legen zu können. Abdallah, mir geht's gut, mein Bruder. Alaikum salam. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Darüber hinaus ist sie als Ernährungsberaterin tätig. Und auch Brian nimmt einen Job in einer Biosaftbar an. Gabby dokumentiert ihr Leben, ihre Reisen und die Vorbereitung dafür auf Instagram und TikTok und scheint sich wahnsinnig auf den bevorstehenden Lebensabschnitt zu freuen. Am 2. Juli 2021 ist es endlich soweit. Die Reise, auf die Gabby Petito so lang hingefiebert und Alter, das war vor ein paar Jahren. Hingearbeitet hat, beginnt. Sie ist euphorisch und kann es kaum erwarten, mehr von der USA zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt kann die 21-Jährige noch nicht wissen, dass es ihre letzte Reise sein wird. Gerne, Bruder. Wir ziehen komplett durch in letzter Zeit.
Ihren ersten Stopp machen Gabby und Brian am 4. Juli 2021 in Kansas, wo sie die Monument Rocks besichtigen. Es folgen Aufenthalte an den Colorado Springs, in einem Nationalpark in Colorado, sowie die Besuche von zwei Nationalparks in Utah. In dem westlich gelegenen Bundesstaat. Ja, ich find's immer so krass. Simon, danke schön für noch ein Verschenken, Brody. Vielen, vielen Dank. Petko, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch, Brody. Es ist immer so krass, die Menschen so fröhlich lächeln zu sehen. Und man weiß einfach, die sterben dann, Digga. Also, sie sterben. Das ist so krass, wenn man sich so... Also, ja, ihr wisst schon, was ich sagen will, glaube ich. Als hält das Paar sich laut Gabbys Instagram-Chronologie mindestens seit dem 16. Juli auf. Danke dir, Mama, mein Bruder. Gabby hat nicht jeden Tag Kontakt mit ihrer Familie. Immerhin hat sie in der freien Natur oft nur schlechten Empfang und jede Menge Abenteuer zu erleben. Doch alle paar Tage facetimet sie mit ihrer Mutter, schickt SMS an ihren Vater oder hält via Snapchat Kontakt zu ihren Geschwistern. Ihre Eltern machen sich zwar natürlich Sorgen wegen der großen Reise, doch sie sind beruhigt, den vertrauenswürdigen Brian, den die Familie auch schon länger kennt, an ihrer Seite zu wissen. Eigentlich hätten sie allen Grund davon auszugehen, dass es ihrer Tochter gut geht, solange sie nichts Gegenteiliges von ihr hören. Gabby und Brian machen an zahlreichen Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten. Bruder, es sieht nach einem richtig geilen Trip aus, ne? So richtig gut geplant, Abenteuer, Erlebnis, voll geil. Halt und unternehmen Wanderungen durch Nationalparks. Doch ein Tag in Utah wird in diesem späteren Kriminalfall eine ganz besondere Stellung einnehmen. Denn obwohl Gabby und Brian auf Fotos und Videos ausnahmslos glücklich aussehen, scheint zwischen den beiden ein Konflikt zu entstehen. Das war klar. Es kann gar nicht so harmonisch ablaufen, so wie das da gezeigt wird. Am 12. August 2021 wählt ein Mann den Notruf. Er schildert, vor einem Lebensmittelgeschäft in Moab im Bundesstaat Utah eine Auseinandersetzung eines Paares beobachtet zu haben. Bei diesem Paar handelt es sich um Gabby Petito und Brian Laundrie. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, about 5'6" beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? Cooperative, but what'd you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van, I can give you the license plate if you give me one sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like krass, dass der die Polizei angerufen hat. Respekt an den Mann, der die Polizei direkt angerufen hat. Das ist krass. A big one? It was a smaller van with the license plate of, it was white, Florida license plate, QFT G03. It was, the make was a Ford, model was Transit, black ladder on the passenger side. Black ladder, passenger side. White Ford Transit. Die Notrufzentrale schickt einen Streifenwagen in die Richtung, in die der Van gefahren ist. Die beiden Polizisten Eric Pratt und Daniel Robbins können den weißen Van schnell ausfindig machen und treffen eine weinende Gabby Petito auf dem Beifahrersitz an. What's your guys' names? Gabby. Gabby, Brian? Okay. What's going on off my side? I'm tired. I'm just fighting this morning. Some person on my side. Well, baby, we were camping yesterday and camping got supplies and stuff. I'm sorry, I hit the bump there. Du hast nicht in den Bordstein getroffen, du hast deine Frau geschlagen. Du Pet. I was distracting him from diving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your head? Yeah. I'm so Thank sorry. You. Oh, no, you're fine. I'm gonna go ahead and close your mouth. Gibt's das ganze Video auf YouTube? Dann gucken wir uns das kurz an. Wie heißt es?
cash for me, all right? What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying? I'm just crying. We've just been fighting this morning. Some personal issues. Guck mal, guck mal, guck mal, wie er sie anguckt. So unschuldig, als ob er nichts getan hat. Guck ihn mal an, so. So ein auf, sag jetzt nichts Falsches. It was a long day. We were camping yesterday and camping got... Ja, war langer Tag und wie seid Camping? It's got flies and stuff. I'm sorry, I hit the bump there. I was distracting him from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it, buddy. I'm so Thank sorry. Thank you. Oh, no, you're fine. I'm gonna go ahead and close your door, okay? Why don't you come over here? SO229, I have the female that was on the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You wanna tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD and I was just cleaning and straightening up the back of the van before and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him. I just like I guess my vibe is like I am like in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I'm just really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? I used to work at an organic juice bar, but I just quit my job. Okay. I was a nutritionist. That was my job. Cool. And I just quit my job to travel across the country. And I'm trying to start a blog. Okay. So I've been building my website, so I've just been really stressed, and he doesn't really believe that I could do any of it, so that's kind of been like a, I don't know, he's like a downer, I don't know, we've just been fighting all morning, and he wouldn't let me in the car before, and then Why wouldn't he let you in the car? Because of your OCD? Told me I needed to calm down, yeah. Come on over here. You're not in any trouble right now. So, tell me, what's going on? She just gets worked up sometimes, and I try and... Yeah, kelp. ...really distance myself from her, so, like, I locked the car, and I walked away from her. What happened this morning is that she's trying to start up, like, her own little website blog and everything. Er lacht auch noch, ja. I'm gonna help you tomorrow. And you're, like, a block and a half away from the... I might have used to. Everything you do is by asking. Right. One, I got your hotel room. If you hear that, you can go see the Grand Canyon or anything like that. Digga, die hat einfach sogar ihren Job gekündigt. Because you're calm down. Yeah. I'm trying to be calm the whole time. And he really stresses me
Officer Robbins bietet Gabby daraufhin an, sie solle kurz durchatmen, während er mit Brian sprechen. Beiden versichert er, dass sie in keinen Schwierigkeiten sind. Während Gabby auf dem Rücksitz des Polizisten... Oder man konnte alles lesen. Das war immer nur ein Wort und da hat man die Anfangsbuchstaben gesehen. Also man konnte nichts lesen, man konnte gut lesen, Brody. Polizeiautos Platz nimmt, um zur Ruhe zu kommen, fragt Officer Robbins auch Brian noch einmal danach, was los ist. Inzwischen trifft auch Verstärkung. Habt ihr gerade mitbekommen? Sie hat ihn gefragt nach einer Stelle in seiner Hand. Und er sagt, das ist von einem Kabel. Nachfolgend entschuldigt sich Brian mehrfach dafür, in der Kurve zu schnell gefahren. Patrice, was geht, Bruderherz? Fahren zu sein. Er wird gebeten, sich an einen Bordstein zu setzen. Er bittet darum, sich in den Schatten setzen zu dürfen und scherzt kurz mit einem weiteren Polizisten. Officer Robbins checkt die Ausweispapiere, während ein weiterer Beamter mit Gabby spricht. Ich küsse dein Herz, Joey. Der zweite Beamte spricht mit Gabby noch kurz darüber, ob sie oft ängstlich sei und wie sie damit umging, ehe Officer Robinson sich wieder einschaltet. Er fragt Gabby, ob sie ins Lenkrad gegriffen haben. Doch Gabby verneint dies ganz deutlich. Während Brian demselben Officer noch kurz vorher erzählt hatte, er hätte den Bordstein getroffen, weil Gabby das Lenkrad gepackt habe, nachdem sie die Polizei gesehen hatte. Brian erklärt den Simon, wir warten auf diejenigen, die kein Zap sind, Bruder. Was soll ich machen? Guck mal, wie krass es ist. Obwohl ich warte, gibt es trotzdem welche, die es reins haben, ihr Subs bei mir lassen, obwohl ich warte. Meine, eigentlich macht man ja einen Sub, damit man keine Werbung bekommt, aber die Leute wissen, dass ich warte für diejenigen, die kein Sub bei mir sind. Versteht ihr, was ich meine? Es ist auch euer Verschulden. Meine, ihr seid auch diejenigen, die mich dazu bringen, dass ich stoppen kann. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach, ich schwöre, ich liebe meinen Chat. Bei Gott, ich liebe meinen Chat. Ich finde, ihr seid alle so respektvoll. Also wirklich, es sind wirklich nur manchmal Ausreißer, die Scheiße schreiben oder sowas. Aber sonst, ihr seid alle immer respektvoll. Hier ist immer gute Atmosphäre. Wirklich immer ein schönes Miteinander. Nicht in anderen, Bruder, in anderen Chats. Habt ihr es mal gesehen, was da abgeht? Wie viel Fitna, wie viel Dings da ist? Das ist hier gar nicht so. Das ist so crazy. Wirklich jetzt mal. Und das sagt fast jeder, der bei mir ins Stream reinkommt, dass der Chat von uns oder von mir, von uns zusammen, wirklich top ist. Ja, nee, ihr habt Respekt und ich mag das sehr. Crazy. Danke dafür, Leute. Ihr habt wirklich alle, glaube ich, eine sehr gute Erziehung genossen, mashallah. Ihr seid alles gute Menschen. Nee, ohne ein Team. Wir sind ein Team.
Ich küsse eure Herzen. Jalla, weiter. Polizisten weiter, die Stimmung zwischen den beiden habe sich nach der gemeinsamen Zeit auf engstem Raum einfach etwas aufgeheizt und sei dann eskaliert, als er vorgeschlagen habe, das Auto abzu... Ich küsse eure Herzen, 10-mal, 20-mal. Ihr wisst das gar nicht. Wenn ihr in mein Herz reingucken könntet, ihr wisst gar nicht. Egal. ...zu schließen und kurz eine kleine Pause einzulegen. Als einer der Beamten ihn abermals auf seine Verletzung im Gesicht sowie Abdrücke von Fingernägeln in seinem Oberarm und Kratzer an seinem Hals... Amelinho, mein kleiner Bruder, ihr alle. ...aufmerksam macht, winkt Brian ab. Im Wesentlichen folgt ein Smalltalk zwischen Brian und den Polizisten. Sie sprechen über ihre Jobs, den Nationalpark und die Natur. Officer Robbins telefoniert mit einer weiteren Zeugin, die ebenfalls den Konflikt zwischen Gabby und Brian gesehen haben will. Sie gibt allerdings nicht an, gesehen zu haben, wie... Nein, Moritz, sage ich doch. Hier gibt es sowas nicht, wie sich über andere lustig machen. Wenn sich über jemand andere lustig macht, dann bin ich es bei Find the Pro. Das ist nur bei Find the Pro so. Sonst ist ja alles sehr respektvoll. Also wirklich, Chat. Hello, Olsen. Top. Super Sinis. Wie Brian Gabby schlug, sondern lediglich, wie er sie aus dem Auto aussperrte. In dem Dialog mit einem anderen Beamten sagt Robbins, die andere Seite der Geschichte ist, und sein Kollege beendet den Satz, dass es tatsächlich eine Verletzung am Opfer gab. Und das war er. Kiro, ich danke dir, mein Bruder. Die beiden einigen sich darauf, dass die Wahrheit wohl irgendwo zwischen den Versionen von Brian und Gabby liegt. Dass man Gabby aber nun strafrechtlich verfolgen müsste, da sie Brian angegriffen haben. Für die Beamten ist dies im US-Bundesstaat Utah Pflicht, wenn der Verdacht besteht, dass zwischen zwei miteinander lebenden Personen häusliche Gewalt vorliegen könnte. Ich sage euch, ich habe das Gefühl, dass dieses Treffen mit den Polizisten ihn irgendwie noch wütender gemacht hat. Gabby wäre nun verpflichtet, einen Gerichtstermin wahrzunehmen, der allerdings online stattfinden würde. Darüber hinaus gibt es von dem Zeitpunkt der Polizeikontrolle ein 24-stündiges Kontaktverbot für die beiden, welches Brian allerdings durch eine Unterschrift aufheben könnte. Sebastian, Brian danke, und die Officer Bruder. Diskutieren darüber, wo man Gabby in der Nacht unterbringen könnte. Auto Service, alaikum salam. Damit sie die Nacht nicht im Gefängnis verbringen muss. Brian schlägt vor, dass Gabby an seiner Stelle im Van schlafen könnte. Und kommt auf die Idee, dass er in ein nahegelegenes Frauenhaus, das die Polizisten zuvor erwähnt hatten, gehen könnte. Tatsächlich kümmert sich dieses Frauenhaus namens Seek Haven als Opfer häuslicher Gewalt auch für die Nacht um ihn. Die Polizisten machen... Also die haben ein Gesetz, dass wenn sowas vorkommt mit Schlagen, dass sie dazu verpflichtet sind, eine Kontaktsperre zu machen zwischen den beiden, oder wie? Habe ich jetzt richtig verstanden? Für 24 Stunden. Amelinho, danke schön für 2 Monate, mein Bruder. Kuss. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Fotos von Brians Kratzern und erledigen weitere Formalitäten, ehe sie sich wieder Gabby zuwenden. Denn nun sind die Polizisten sich selbst nicht mehr absolut sicher, wie sie die Situation bewerten sollen. Ob Gabby wirklich angezeigt wird, hängt nun davon ab, aus welchem Motiv heraus sie Brian geschubst haben will.
going to determine what happens next. But the only person who can answer this question is you. Think very hard before you answer the question. Do not quickly answer. Also die Polizisten fragen sie jetzt etwas. Think very hard. When you slapped him, were you attempting to cause him physical pain or physical impairment? Is that what you were attempting to do? What were you attempting to do? What was the reason behind the slapping and stuff? What was it you were attempting to accomplish by slapping him? Well, it didn't sound like she attempted it. It's your call. It's 100% your call. I support you either way. I'll let you get back to your parents, okay? Also, die haben sie jetzt mitgenommen und bringen sie zu ihren Eltern, oder wie? Die Beamten diskutieren noch weiter und sind sich zunehmend unsicher, wie sie mit Gabby und Brian umgehen sollen. Letztendlich entschließen sie sich dazu, Gabby doch nicht strafrechtlich zu verfolgen. Das ist möglich, weil sie sagte, ihre Intention sei nie gewesen, Brian weh zu tun. Stattdessen sollen die beiden die Nacht voneinander getrennt verbringen. Gabby im Van, für Brian wird von Seek Haven ein Hotelzimmer organisiert. Außerdem sollen die beiden einander für 24 Stunden nicht kontaktieren. Gabby bittet einen der Polizisten, noch Brian an sein Ladekabel zu erinnern, da sein Handy kaum noch Akku hat. Gabby wird der Schlüssel zum Van wieder ausgehändigt und Officer Robbins fährt Brian wie versprochen zum Motel. Die beiden unterhalten sich auf ihrer Autofahrt über Musik, die Natur und Nationalparks, wobei Brian einen beinahe entspannten und lockeren Eindruck macht. Officer Robbins erzählt auch viel von seiner eigenen Ehefrau, an der er sich durch Gabby erinnert fühlt. Auch sie habe Angstzustände. Robbins erklärt Brian, dass es seiner Frau besser ginge, seitdem sie Medikamente... 100% ist er wütender geworden. 100%. 100% hat dieses Treffen mit der Polizei ihn richtig so wütend gemacht auf seine Frau. Da bin ich so safe von überzeugt. ...nehmen würde und dass sich dadurch auch seine eigene Lebensqualität erheblich verbessert habe. Einige Wochen später... Ich sag, das war ausschlaggebend. Das aufgezeichnete Bodycam-Material in einem ganz anderen Kontext stehen und weltweit für Aufsehen sorgen. Doch noch ist die Reise von Gabby und Brian noch nicht vorbei. Ich glaube, jetzt geht's los. Amel, danke schön für 5, Bruder. Ebenfalls am 12. August, dem Tag der Polizeikontrolle, lädt Gabby 2 Bilder aus dem Arches National Park bei Instagram hoch. Man kann sehen, dass die Captions zu beiden Posts bearbeitet wurden. Sie unterscheiden sich stark von Gabbys anderen Bildunterschriften. Während sie ihren Instagram-Beiträgen sonst höchstens ein paar Sätze und Hashtags hinzufügt, befinden sich unter den Bildern vom 12. August regelrechte Reiseberichte mit spezifischen Angaben zu Uhrzeiten und Personen, die die beiden getroffen haben. In den Kommentaren vermuten mittlerweile viele User, Brian habe die Bild-Captions nachträglich verändert, um das Narrativ der gesamten Reise zu verändern. Ob das stimmt, wissen wir nicht mit Sicherheit. Paris Strange's post makes me shake my head. Something isn't right. Something happened. The description all of a sudden of how dangerous hiking is. It seems they hiked many times. Many places, why talk about that now? Boah. Matze, danke, dass du da warst, Brody. Sicherheit. Auch wie Gabby und Brian die nächsten paar... This sounds way too explanational. Not a word, but sounds about right. His last post was a day before this. Rare the next photos shared here. All fake because the day before this post, he never posted again. Digga, das hört sich... Paar Tage sehr, als ob sie so... Das ist alles bearbeitet, glaube ich. Mirza, dankeschön. Anheye. Bravo. Fischsmoker, dankeschön für den Sub, mein Bruder. ...bringen ist nicht bekannt.
Nach dem Zwischenfall in Utah fliegt Brian am 17. August nach Florida. Das scheint allerdings schon vorher geplant gewesen zu sein. Der Anwalt der Familie Laundrie wird später sagen, Brian sei nach Florida geflogen, um ein paar Dinge zu holen und das Lager, in dem das Paar einige Habseligkeiten aufbewahrte, zu räumen, um das Geld für die Lagermiete sparen zu können. Demnach hätten sich Brian und Gabby die Kosten für die Flüge auch geteilt, obwohl nur Brian nach Florida flog. Am 23. August macht Müller, ja, das war genau mein Kopf. Er hat sie wahrscheinlich dort umgebracht und dann in die Post geschrieben, dass es dort sehr gefährlich ist. Macht er sich wieder auf den Rückweg, um die Reise mit Gabby fortzusetzen. Am 19. August lädt Gabby das erste Video auf ihrem neuen YouTube-Kanal Nomadic Static hoch. Das Video enthält zusammengeschnittene Impressionen ihrer ersten Tage auf Reisen. Man sieht das Paar gemeinsam lachen, Gabby das Frühstück vorbereiten und Brian Yoga-Übungen machen. Gabby filmt den liebevoll eingerichteten Van, der mit Pinnwänden, Blumen und einigen Postkarten dekoriert ist. Als das Video erscheint, ist das junge Paar schon eine ganze Zeit unterwegs und der Zwischenfall mit der Polizeikontrolle ist eine Woche her. Oh oh, ich ahne Böses. Ebenfalls am 19. August wird über Gabbys Instagram ein Foto gepostet. Auch dieser Post unterscheidet sich von ihren vorigen. Während sie sonst stets die Location markiert, um ihre Reise zu dokumentieren, fehlt dieser Punkt hier. Darüber hinaus sind Hashtags hinzugefügt, die sonst nie Gabby, dafür aber Brian benutzt hat. Und das Bild wurde bereits am 2. August in ihrer Instagram-Story gepostet und als Highlight gespeichert. Auch bei diesem Beitrag wird viel darüber spekuliert, ob Brian diesen Post an Gabbys Stelle abgesetzt haben. Why would she post this 2 weeks after posting it on her story? This isn't adding... Oh mein Gott. Er hat einfach ihr Handy genommen. Aber wie dumm ist er auch, ja? Wow. Könnte. Am 24. August telefoniert Gabby über FaceTime mit ihrer Mutter Nicole. Sie erzählt, die beiden würden Utah verlassen und nach Wyoming weiterfahren wollen, um dort den Teton Nationalpark zu besichtigen. Für Gabby ist dies eines der absoluten Highlights der Reise. Am 25. August postet sie ihr letztes Bild bei Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sie einen kleinen, gehäkelten Kürbis in der Hand hält und strahlend lacht. Am darauffolgenden Tag, den 26. August, will ein Zeuge Brian Laundry allein in einem Restaurant namens Bullwinkles in West Yellowstone in Montana gesehen haben. Dort habe er Alkohol getrunken, in sich gekehrt und abweisend gewirkt. Ebenfalls am 26. August wird Brian von einer Zeugin um kurz nach 20 Uhr dabei beobachtet, wie er den Van am Spreed Creek unweit des Restaurants parkt. Er sei definitiv allein gewesen. Digga, da ist schon längst over. Er kam einfach nicht darauf klar und hat einfach von ihrem Handy weiter Content gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass es nicht auffällt. Er hat einfach von ihrem Handy weiter Content gemacht. Kein Problem, Samu, alaikum salam. Einen Tag später wird der weiße Van von zwei weiteren Zeugen ebenfalls am Spreed Creek parkend gesehen. Sie filmen das Auto mit ihrer Dashcam und laden das Video später bei YouTube hoch. Denn das Paar macht ebenfalls Vanlife-Content ähnlich wie Gabby und Brian. Auf dem Material kann man Schuhe vor dem Van liegen sehen, die ähnlich wie die aussehen, die Gabby auf vielen ihrer Bilder trägt. Auch ein Hut auf dem Armaturenbrett ähnelt einem Modell, von dem Gabby ein Foto postet. Dem Paar war der Van schon am Tag der Aufnahmen des Filmmaterials aufgefallen. Denn auf dem Nummernschild ist zu sehen, dass der weiße Van, der parkend am Straßenrand steht, aus Florida kommt. Wie auch die beiden Zeugen. Eigentlich möchten sie aussteigen und kurz Hallo sagen, wie es unter Campern üblich ist. Doch irgendetwas hält die beiden davon ab. Sie sagen später, der Van sei komplett dunkel gewesen, sodass sie sogar daran gezweifelt haben, ob überhaupt jemand da gewesen sei. Man habe kein Licht gesehen, keine Musik oder Gespräche gehört. Stattdessen sei das weiße Fahrzeug von gespenstischer Stille umgeben gewesen. Ein weiteres Paar wird später behaupten, Gabby und Brian am 27. August in einem Restaurant in Jackson Hole in Wyoming gesehen zu haben. Gegenüber ABC News sagt die Zeugin, es sah so aus, als würden sie fast rausgeschmissen werden. Es war nicht unbedingt etwas zwischen den beiden, es war eher so, dass Gabby plötzlich weinend das Restaurant verließ. Und
Jetzt war sie doch noch am Leben, oder wie? Ryan war ganz offensichtlich wirklich verärgert. Angepisst, würde ich sagen. Ich würde sagen, Gabby war verärgert, er war wütend. Und er war einfach sehr temperamentvoll gegenüber dem Restaurantpersonal. Die Besitzerin des Restaurants bestätigt, Gabby und Brian seien zu Fuß zum Restaurant gekommen. Ihren Van hätten sie nicht dabei gehabt. Tatsächlich haben sie... Was hast du davor? Gabby und Brian an diesem Tag in Jackson Hole aufgehalten. Denn eine Überwachungskamera des Supermarkts Whole Foods filmt die beiden an diesem Tag während ihres Einkaufs in der örtlichen Filiale. Auf dem Material ist zu sehen, wie der weiße Van auf dem Parkplatz abgestellt wird und Brian die Fahrertür des Autos kraftvoll zuschlägt. Das Paar betritt das Geschäft dann gemeinsam und hält sich etwa 20 Minuten in der Filiale auf. Boah, Digga, sie sieht so traurig aus. Crazy. Es ist die letzte Sichtung von Gabby Petito, bevor sie sterben wird. Krank. Laut der Zeugin, die Brian dabei beobachtet haben will, wie er das Fahrzeug am Spread Creek parkte, habe der Van am 29. August noch immer an derselben Stelle gestanden. Eine weitere Zeugin namens Miranda Baker behauptet, Brian Laundrie an diesem Tag begegnet zu sein. Sie und ihr Freund wollen Brian am 29. August per Anhalter im Teton Nationalpark mitgenommen haben. Er sei auf die beiden zugekommen und habe gesagt, er brauche eine Fahrt nach Jackson. Er habe den beiden für die 10 Meilen kurze Autofahrt $200 angeboten. Er erzählt, er sei für ein paar Tage ohne seine Verlobte auf einem Campingausflug gewesen, während sie an ihrer Social-Media-Präsenz gearbeitet habe. Im Verlauf des Gesprächs habe sich dann herausgestellt, dass die beiden verschiedene Orte namens Jackson in der nahen Umgebung gemeint hatten. Daraufhin habe Brian darauf bestanden, dass Miranda und ihr Freund das Auto sofort anhalten und ihn aussteigen lassen würden. Was die beiden dann um 18.09 Uhr auch getan haben. In der Nähe von Jackson Lake Dam trennen sich die Wege von Miranda und Brian laut ihrer Version wieder. Und tatsächlich behauptet eine andere Frau, Brian Laundrie am Jackson Lake Dam zwischen 18.15 Uhr und 18.20 Uhr als Anhalter mitgenommen zu haben. Also nur etwa 10 Minuten, nachdem Miranda ihn genau dort abgesetzt haben will. Er habe die andere Zeugin zuerst gefragt, ob sie nach Jackson fahren würde. Und sie dann gebeten, ihn am Spread Creek Campingplatz abzusetzen. Dort habe sie sich um etwa 18.30 Uhr von ihm verabschiedet. Den letzten Kontakt zu Gabbys Familie gibt es am 30. August. Doch später wird Nicole sagen, dass die Textnachrichten ihrer Tochter ihr extrem merkwürdig vorgekommen waren. Von Gabbys Telefon erhält ihre Mutter die folgende Nachricht. Kannst du Stan helfen? Ich bekomme nur Voicemails und verpasste Anrufe. Stan ist Gabbys Großvater. Allerdings nannte sie ihn nie beim Vornamen. Die letzte Nachricht von Gabbys Handy an ihre Mutter Nicole vom selben Tag lautet: Kein Empfang im Yosemite. Danach werden weder Nicole noch andere Familienmitglieder je wieder etwas von Gabby Petito hören. Hart. Oh Mann, ey. Auch in den Tagen, nachdem Gabby sich bei Nicole abgemeldet hatte, schreibt sie ihrer Tochter weiterhin SMS. Doch sie erhält nie eine Antwort. Am 4., 5. Tag, an dem sie nichts von Gabby hört, werden die Sorgen von Nicole immer größer. Sie checkt Gabbys Social-Media-Kanäle regelmäßig. Aber auch hier ist Gabby verstummt. Unterdessen fährt am 1. September der weiße Van von Gabby wieder in die Einfahrt des Hauses in Northport, in dem das junge Paar sowie Brians Eltern leben. Doch Brian sitzt allein im Wagen. Gabby Petito kehrt nicht mit ihm zurück nach Hause. Einen Tag zuvor hatte Brian Laundries Mutter einen Campingurlaub, den sie für sich und Brians Vater für den 1. bis zum 3. September gebucht hatte, storniert. Vom 6. bis zum 7. September halten sich Brian Laundrie und seine Eltern auf dem Fort de Soto Campingplatz etwa 75 Meilen von ihrem Haus entfernt auf. Am 6. September stößt auch Brians Schwester Cassie zur Gruppe. Die Familie macht gemeinsam ein Lagerfeuer und isst zu Abend. Laut Cassie wirkt alles normal. Über Gabby sei überhaupt nicht gesprochen worden. Nicole kontaktiert unterdessen auch Brian und dessen Familie. Doch sie erhält keine Antwort. What the fuck? Noch immer hat sie keine Ahnung, wo Gabby steckt. Die ganze Familie meldet sich nicht, oder was? Und macht sich nun nicht nur um sie, sondern auch um Brian zunehmend Sorgen. Am 10. und 11. September werden insgesamt 5-mal Einsatzkräfte zum Haus der Laundries gerufen. Von wem und weshalb ist bis heute nicht bekannt. Nur einer der Anrufe soll definitiv von Joseph Petito, Gabbys Vater, gewesen sein.
Am 11. September 2021 hält Nicole Schmidt die Sorge um ihre 22-jährige Tochter nicht länger aus. Sie meldet Gabby Petito beim Suffolk County Police Department als vermisst. Die Polizei sucht als erstes das Haus der Laundries auf, da dort ja auch Gabbys Meldeadresse ist. Doch sowohl die Eltern von Brian als auch er selbst weigern sich, mit der Polizei zu sprechen. Hä? Stattdessen verweisen sie auf ihren Anwalt. Als die Ermittler der Familie von Gabby mitteilen, dass Brian ohne Gabby zurück nach Hause gekehrt ist und der sich einen rechtlichen Beistand zur Seite geholt hat, bricht für die Petitos eine Welt zusammen. Mann. Nächsten Monat, Jungs und Mädels. Ich finde die auch sehr fresh, sag euch ehrlich. Ich finde die auch sehr, 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 sehr fresh. Atelier L'Amour. Zwischen 35 und 45. Eins so zwischen den beiden. Genau wie jede andere Kippi eigentlich auch kostet. Also jetzt nicht irgendwas. Boah, es kommen viele Farben. Es kommen weiß, schwarz, beige. Viele Farben. Schmuck kommt auch pro daher. Wie meine Kette zum Beispiel. So, weiter. Sebastian, alles gut, Bruder. Mal gucken, vielleicht jemand gefällt es. Okay, wir machen weiter. Am 12. September findet eine Pressekonferenz statt. Nicole berichtet, ich dachte, sie sei an einem Ort ohne Handyempfang. Es war am 8., 9. Tag, dass ich mir wirklich ernsthafte Sorgen machte und realisiert habe, dass sie nicht so lang komplett abgeschnitten sein kann. Die Polizei untersucht sogar einen möglichen Zusammenhang zu einem anderen Doppelmord. Die beiden Camperinnen, Crystal Turner und Kyle Schulze, waren am 13. August in einem Nationalpark in Utah ermordet worden. Doch wie sie später herausstellen... Ich weiß, was du meinst. ...gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesem Doppelmord und Gabbys Verschwinden. Doch, ja, Mann, aber ich bin auf Diät, Bruder. Der Mord an den beiden Frauen wurde inzwischen aufgeklärt. Der Vermisstenfall Gabby Petito bleibt rätselhaft. Und sie wird in diesem Fall nicht die einzige Verschwundene bleiben. Synax Games, ja, was soll ich machen, Bruder? Was soll ich machen, Brudi? Ja, ne, ich glaube, wenn Werbung kommt, ich verdiene ja auch ein bisschen Geld damit dann, ne? Ja, ne, dann gönnt doch, ich warte doch wenigstens, ja, ne, gönnt doch wenigstens vielleicht diese 20, 30 Sekunden Werbung. Du weißt, es ist auch nicht böse gemeint, wie ich es jetzt sage, also, gar nicht böse gemeint, ich schwöre. Am 13. September 2021 melden Brian Laundries Aber ich guck mal, ob ich das einstellen kann, dann stelle ich das weg oder keine Ahnung, wie das geht. Ich versuche es dann wegzumachen. Eltern der Polizei, ihr Sohn sei von ihrem Haus in Florida aus zu einer Wanderung ins Carlton Reserve aufgebrochen, von der er jedoch nicht zurückgekehrt sei. Spätestens jetzt ist die Öffentlichkeit vollends empört. Bis heute werfen viele Menschen, die den Fall verfolgen... Ich küsse doch eure Herzen, ja. Tschüss, tschüss, ich liebe euch doch, ja. Hört doch mal auf. Ihr schmeichelt mich doch, hört mal auf damit. Ich küsse doch eure Herzen. Allah, wie süß ihr seid, ja. Ich küsse doch eure Herzen, ich höre. ...haben der Polizei vor, sie hätten Brian zu einfach entwischen lassen. Immerhin wusste man bereits seit dem 11. September, dass er und seine Familie nicht mit der Polizei kooperieren und lediglich über einen Anwalt kommunizieren. Mann, Digga, wenn eine Familie oder der Ehemann oder der Freund nicht mit der Polizei reden möchte, das ist doch sass, also hoch 100. Am Tag darauf gibt Brians Familie über ihren Anwalt ein Statement ab, in dem es heißt, sie wollen sich im Hintergrund halten, während die Polizei nach Gabby suche. 100% verdächtig, also mehr verdächtig geht da gar nicht. Dass Brian im Carlton Reserve ist, ist zu diesem Zeitpunkt offiziell noch kein Grund zur Sorge. Er ist ein erfahrener Camper und war schon auf Tage oder gar wochenlang allein in dem Naturschutzgebiet unterwegs. Unterdessen geben die Petitos ebenfalls ein Statement ab, in dem sie Brian vorwerfen, er würde verschweigen, wo er Gabby zuletzt gesehen habe. Am 15. September bestätigt die Northport Police, dass Brian sich weigert, mit den Ermittlern zu kooperieren
und ordnet ihn von nun an als Person of Interest ein. Was heißt denn sich weigern? Man kann sich doch nicht einfach weigern, mit der Polizei zu reden, verstehe ich nicht. Er ist doch der Mann oder der Freund, der Ehemann. Er kann doch nicht einfach sagen, nee, ich will mit euch nicht reden, hä? Daraufhin gibt es ein Statement von Brians Anwalt. Viele Menschen fragen sich, warum Herr Laundrie angesichts der Abwesenheit von Frau Petito keine Aussage machen oder mit den Strafverfolgungsbehörden sprechen würde. Meiner Erfahrung nach sind Teampartner oft die erste Person, auf die sich die Strafverfolgungsbehörden in Fällen wie diesem konzentrieren. Und die Warnung, dass jede Aussage gegen sie verwendet werden kann, gilt unabhängig davon, ob mein Mandant etwas mit dem Verschwinden von Frau Petito zu tun hatte. Daher wird sich Herr Digga, manche von ihr Schluckhustensaft und die anderen, ihr habt echt Ahnung, ihr wisst wirklich voll viel, ey, das ist krass. Insulik, salam, salam, buddy. Laundrie auf Anraten seines Anwalts nicht zu dieser Angelegenheit äußern. Ich bin darüber informiert worden, dass die Polizei von Northport, Florida, Brian Laundrie als Person von Interesse in dieser Angelegenheit benannt hat. Diese Formalität hat nichts an den Umständen geändert, dass Herr Laundrie im Fokus der Strafverfolgungsbehörden steht und Herr Laundrie wird auf Anraten seines Anwalts weiterhin schweigen. Während Gabby Petitos Familie und die Polizei auf Pressekonferenzen um Hilfe bei der Suche nach Gabby bitten, startet am 18. September eine groß angelegte Suchaktion nach Brian Laundrie im Carlton Reserve. Einen Tag zuvor war er von seinen Eltern nun doch offiziell als vermisst gemeldet worden. Hä? Jetzt ist er auch vermisst, oder was? Die Polizei durchsucht parallel das Haus der Eltern und konfisziert das Auto sowie eine Festplatte. Am 19. September werden schließlich menschliche Überreste in der Nähe des Grand Teton Nationalparks in Wyoming gefunden. Nach 2 Tagen bestätigt die Polizei, bei dem Leichnam handelt es sich um die vermisste Gabby Petito. Der zuständige Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass Gabby durch Fremdverschulden verstorben sein muss. Just hoping that at that moment that she was in a place that she wanted to be, looking at the beautiful mountains. At that moment she found peace and was just looking at the mountains behind her, and maybe at that moment that she would just put herself in a better place. Von nun an kümmert sich das FBI um den Fall. Der Gerichtshof von Wyoming sucht nun offiziell per Haftbefehl nach Brian Laundrie. Allerdings nicht direkt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts gegen Gabby Petito, sondern wegen einer unberechtigten Nutzung einer Debitcard, mit der im Zeitraum nach Gabbys Verschwinden unberechtigte Abhebungen von mehr als $1,000 vorgenommen wurden. Am 24. September findet für Gabby eine große Andacht in ihrer Heimatstadt Blue Point statt. Ihre Familie verkündet, eine Stiftung zu Ehren Gabbys ins Leben zu rufen. Diese soll Familien vermisster Angehöriger bei der Suche nach ihren Verwandten helfen. Dazu schreibt ihr Vater Joseph Petito auf Twitter: Die Gabby Petito Stiftung. Niemand sollte sein Kind auf eigene Faust finden müssen. Wir haben diese Stiftung ins Leben gerufen, um Ressourcen und Hilfestellung beim Nachhausebringen ihrer Kinder zu geben. Wir wollen Menschen in ähnlichen Situationen wie Gabby helfen. Mehr als 1000 Gäste nehmen den darauffolgenden Tagen an Gabbys Trauerfeier teil. Die Trauerfeier wird aufgrund der weltweiten Anteilnahme sogar online übertragen. Unterdessen ist Gabbys Verlobter Brian Laundrie noch immer nicht gefunden worden. Auch er ist seit nunmehr als 2 Wochen verschwunden. Das Gebiet, in dem nach dem jungen Mann gesucht wird, ist nicht nur extrem schwer zugänglich, sondern auch etwa 97 Quadratkilometer groß. Nach wie vor weigern sich seine Eltern Roberta und Christopher, mit der Polizei oder Medienvertretern zu sprechen. Täglich versammelt sich eine Menschentraube vor dem Haus der Laundries, die mit Kameras und Megafonen ausgerüstet ist und versucht, Bruder, er ist 100% abgehauen, die Laundries zu einem Statement zu bewegen. Es ist nicht länger eine Suche nach Brian Laundrie, vielmehr eine Jagd. Auch Brians Schwester Cassie wird zunehmend verzweifelter. We have fully cooperated with the police since September 11th when they called. We are just as upset, frustrated and heartbroken as everybody else. I am losing my parents and my brother and my children's aunt and my future sister-in-law on top of this, and you're not helping. Why your parents? Why your parents? You're talking about Christmas. They're not talking to us either. Why aren't they talking to you guys? If I knew, I would say. I don't. Ich glaube, die ist sehr korrekt, aber
Man weiß es nie, aber ich glaube. No. Do you think they're involved, your parents? I don't know. Oh, no. You don't know? We know. You're not involved? We have literally been finding everything out with the news with like everybody else. Inzwischen wird Gabbys Todesursache publik gemacht. Sie wurde stranguliert. Vor der Entdeckung ihres Leichnams muss ihr Körper etwa 3 bis 4 Wochen draußen gelegen haben. Über die genaue Auffindesituation Gabbys halten sich die Ermittler jedoch bedeckt. Ob sie also beispielsweise am gleichen Ort verstarb, an dem sie auch gefunden wurde, oder ob ihr Leichnam versteckt gewesen war, ist nicht bekannt. Noch immer wird Brian gesucht. Hunderte Mitglieder von Suchgruppen durchkämmen das Carlton Reserve auf der Suche nach dem Verdächtigen. Doch erst am 20. Oktober stoßen die Beamten auf eine Spur. Im Suchgebiet werden menschliche Überreste sowie persönliche Gegenstände von Brian Laundry gefunden. Darunter auch sein Rucksack. Das Gebiet, in dem der Leichnam lag, sei in den Wochen zuvor überschwemmt gewesen. Deshalb hat es bis zur Entdeckung des Toten so lange gedauert. Stranguliert heißt, mit einem Sack erwürgt, genau. Einen Tag nach der Entdeckung bestätigt das FBI, dass es sich bei dem Toten im Naturreservoir in Florida tatsächlich um Gabby Petitos Verlobten Brian Laundry handelt. Der Wichser hat sich selber umgebracht. Oh mein Gott. Krass. Er hat sich selber umgebracht, oder nicht? Oder? Auch nachdem klar ist, dass sowohl Gabby als auch ich denke schon. Brian nicht mehr leben, wird noch weiter ermittelt. Denn der Tod des Verdächtigen erschwert den Beamten natürlich nachzuweisen, ob er für Gabbys Tod verantwortlich ist. Abwarten, erstmal abwarten. Lass mal zu Ende gucken. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass Brian Suizid begangen hat. Ja. Laut des Familienanwalts der Laundries hat er sich selbst in den Kopf geschossen. In einem Notizbuch, das bei Brians Rucksack sowie einem Revolver in der Nähe seiner Leiche gefunden wird, stoßen die Ermittler endlich auf ein Geständnis. In diesem schildert er seine Version der Todesumstände von Gabby Petito. Er schreibt folgendes. Es war eine unerwartete Tragödie. Wir eilten zurück zu unserem Auto und versuchten, den Bach zu überqueren, bevor es zu dunkel wurde, um etwas zu sehen. Zu kalt. Ich höre ein Platschen und einen Schrei. Ich konnte kaum etwas sehen. Ich konnte sie einen Moment lang nicht finden. Rief ihren Namen. Oh mein Gott. Ich fand sie schwer atmend meinen Namen rufend. Sie war eiskalt. Wir waren gerade aus den glühenden heißen Nationalparks in Utah gekommen. Die Temperatur war auf den Gefrierpunkt gefallen und sie war klitschnass. Ich trug sie so weit wie möglich den Bach hinunter zum Auto und stolperte erschöpft vor Schreck, als meine Knie nachgaben und ich wusste, dass ich sie nicht sicher tragen konnte. Ich machte ein Feuer und hielt sie so nah wie möglich an die Wärme. Sie war so dünn, hatte schon zu lange gefroren. Damals konnte ich nicht erkennen, dass ich zuerst ein Feuer hätte machen sollen. Aber ich wollte sie aus der Kälte zurück zum Auto bringen. Von der Stelle, an der ich das Feuer entfachte, hatte ich keine Ahnung, wie weit das Auto entfernt sein könnte. Ich wusste nur, dass es auf der anderen Seite des Baches war. Als ich Gabby aus dem Wasser zog, konnte sie mir nicht sagen, was ihr wehtat. Sie hatte eine kleine Beule an der Stirn, die irgendwann größer wurde. Ihre Füße taten weh, ihr Handgelenk tat weh. Aber sie war eiskalt, zitterte heftig. Und während ich sie trug, gab sie ständig Schmerzenlaute von sich. Und wenn ich neben ihr lag, sagte sie zwischen heftigen Schüttelbewegungen nur wenig, keuchte vor Schmerzen und bettelte um ein Ende ihrer Schmerzen. Sie schlief ein und ich rüttelte sie wach, weil ich befürchtete, dass sie die Augen nicht schließen sollte, wenn sie eine Gehirnerschütterung hatte. Sie wachte unter Schmerzen auf und begann den ganzen schmerzhaften Zyklus von neuem, während sie wütend war, dass ich sie geweckt hatte. Sie ließ mich nicht versuchen, den Bach zu überqueren, weil sie wie ich dachte, das Feuer würde im Schlaf ausgehen und sie würde erfrieren. Ich kenne das Ausmaß von Gabbys Verletzung nicht, nur dass sie extreme Schmerzen hatte. Ich habe ihr Leben beendet. Ich dachte, es sei barmherzig. Das sei das, was sie wollte. Überlegt mal, Chat, jetzt mal Real Talk, überlegt mal, dass wenn er jetzt hier lügt gerade und sich dann umgebracht hat selber, er konnte nicht mal ehrlich sein, wenn es wirklich so ist,
Sogar bevor er selber stirbt, konnte er nicht ehrlich sein. Wie krank ist das? Wie krass ist das, Digga? Jano, danke schön. Für 5 verschenkte mein Bruderherz. Vielen, vielen Dank. Kuss, kuss, kuss. Vielen Dank, Bruder. Ey, wie krank ist das? Wow. Wenn's so ist, okay, aber ich sage ja gerade, wenn's nicht so ist. Aber jetzt sehe ich all die Fehler, die ich gemacht habe. Ich geriet in Panik, ich stand unter Schock. Aber von dem Moment an, als ich mich entschied, ihr den Schmerz zu nehmen, wusste ich, dass ich ohne sie nicht mehr weitermachen konnte. Um Brians geschriebenes Geständnis zusammenzufassen, er behauptet, Gabby habe sich während seiner Wanderung schwer verletzt und sei stark unterkühlt gewesen. Sie habe starke Schmerzen gehabt und sehr gelitten, woraufhin Brian sich dazu entschlossen habe, ihrem Leid ein Ende zu setzen und Gabby umzubringen. Prüfen lassen sich diese Angaben nicht mehr, nachdem Gabbys Körper vor ihrem Auffinden schon einige Wochen in der Wildnis lag. Nee, Bruder, ich finde es moralisch nicht in Ordnung. Wenn sie ihm gesagt hätte, bring mich um, niemals, Bruder. Du bist nicht derjenige, der das entscheidet. Du bist nicht derjenige, der das entscheiden darf. Selbst wenn sie ihm gesagt hätte, mach es. Ich würde es nicht machen. Niemals. Also ich könnte es nicht. Außer wirklich, du siehst richtig, dass sie so, wie zum Beispiel ein Mensch, der schon verletzt ist, so mäßig wie soll man es sagen? Wenn du richtig siehst, dass man leidet. Aber nicht mal dann, glaube ich. Weiter gibt das FBI bekannt, Brian... Ich könnte es auch nicht mal. Stimmt, Janne. Ich könnte es auch nicht mal. Laundry habe versucht, den Anschein zu erwecken, Gabby sei noch am Leben, um die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. Unter anderem habe er noch nach ihrem Tod SMS in ihrem Namen an sein eigenes Handy verschickt. Oh mein Gott. Es so aussehen zu lassen, als würde Gabby noch leben. Digga, während das sie ist schon so krank. Tot war. Auf den letzten Seiten des Notizbuchs schrieb Brian Laundry: Ich eilte nach Hause, um die Zeit, die mir noch blieb, mit meiner Familie zu verbringen. Ich wollte in den Norden fahren und mich von James oder TJ umbringen lassen. Aber ich wollte nicht, dass sie wegen meines Fehlers ins Gefängnis gehen. Auch wenn sie das sicher gerne getan hätten. Ich beende mein Leben nicht aus Angst vor einer Strafe, sondern weil ich es nicht ertrage, noch einen Tag ohne sie zu leben. Ich habe unsere gesamte gemeinsame Zukunft verloren. Jeden Moment, den wir hätten genießen können. Mein Beileid für jeden einzelnen Verlust. Bitte machen Sie meiner Familie das Leben nicht noch schwerer. Sie haben einen Sohn und eine Tochter verloren. Oh mein das Gott. Das wunderbarste Mädchen der Welt. Gabby, es tut mir leid. Wow, Digga, ich kann es nicht fassen gerade. Ich habe mich an diesem Bach umgebracht, in der Hoffnung, dass die Tiere mich zerreißen mögen. Dass es einen Teil ihrer Familie glücklich macht. Bitte hebt all meine Sachen auf. Gabby hasste Leute, die ihren Müll herumliegen ließen. Auch an seine Eltern richtet er in dem Notizbuch emotionale Worte und schreibt unter anderem: Nach den Ereignissen Moab hätte ich wissen müssen, dass ich zu Hause bleiben sollte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits alles eine Katastrophe, aber etwas zwang mich zur Rückkehr. Als Gabby für immer weg war, wurde mir klar, dass ich es auch war. Als wir in Fort Desotte zelten waren, wollte ich euch erzählen, was wirklich passiert ist, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen. Krank. Wichtig ist auch hier anzumerken, dass die Worte, die Brian in seinen letzten Momenten niedergeschrieben hat, emotional, aber nicht unbedingt ehrlich sein müssen. Wir wissen nicht, ob es sich wirklich so zugetragen hat oder er seine Erinnerung bewusst oder unbewusst verfälscht hat, um seine Schuld zu mindern. Krass. Crazy. Das ist Nachspiel? Auch an dieser Stelle ist der Fall Gabby Petito noch lange nicht zu Ende. Einen toten Täter kann man natürlich nicht rechtlich bestrafen. Auch dann nicht, wenn er gestanden hat. Die Familie von Gabby Petito verklagt allerdings die Eltern von Brian Laundry. Sie werfen den Laundrys vor, Brian habe ihnen schon vor seiner Rückkehr vom Roadtrip gestanden, dass er Gabby getötet habe. Demnach habe Brian den Mord seinen Eltern gegenüber am 28. August gestanden. Die Eltern hätten diese Information den Ermittlern gegenüber dann wissentlich verschwiegen, als die öffentliche Suche nach Gabby Petito gerade erst im Begriff war anzulaufen. Die Laundrys beantragen daraufhin wiederum die Klage abzuweisen, da es keinen Anhaltspunkt für die Behauptungen der Petitos gäbe.
Unterstützend dafür ist, dass die Tagebucheinträge von Brian implizieren, er habe seinen Eltern die Tötung Gabby während des gemeinsamen Campingausflugs gestehen. Der Antrag der Laundries wird jedoch abgewiesen. Wow. Die Klage gegen sie bleibt bestehen. Wow. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos läuft gerade das Gerichtsverfahren. Anfang 2023 wird bekannt, dass der Anwalt der Petitos, Patrick Riley, bei einem Besuch im Büro des FBI einen Brief von Brian Laundries Mutter gesehen haben will. Diesen habe man in Brians Rucksack gefunden, der in der Nähe seiner Leiche im Nationalpark in Florida gelegen habe. Auf dem Umschlag habe gestanden: Verbrenn das, nachdem du es gelesen hast. In dem Brief selbst habe Brians Mutter ihm unter anderem angeboten, ihm potenziell aus dem Gefängnis zu helfen und eine Schaufel zu besorgen. Der Anwalt von Brians Familie bestätigt die Existenz des Briefes sogar, entgegnet aber, er sei für die Verhandlung irrelevant. Die Laundries behaupten, der Brief sei Monate vor Gabbys Verschwinden verfasst worden. In einem geschriebenen Statement äußert sich Roberta Laundrie wie folgt: Ich habe zwar Worte verwendet, die mit Brians Handlung und der Tötung von Gabby in Verbindung zu stehen scheinen, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Ereignisse, die sich Monate später zwischen Brian und Gabby abspielten, die Worte in meinem Brief widerspiegeln würden. Ich weiß zwar nicht genau, wann ich den Brief geschrieben habe, aber ich weiß, dass ich ihn geschrieben und Brian gegeben habe, bevor Brian und Gabby Florida in Richtung New York verließen. Also am 2. Juni 2021. Krank. Der Brief sei von Roberta verfasst worden, als sie und ihr Sohn Brian gerade eine schwierige Zeit in ihrer Beziehung durchmachten. In dem Brief würden viele Referenzen zu Kinderbüchern auftauchen. Auch die Instruktion, verbrenn das, nachdem du es gelesen hast, auf dem Umschlag, sei eine Anspielung auf ein Buch. Safe. Dabei handelt es sich um das Buch Burn After Writing, welches Gabby einst Brian geschenkt habe. Roberta und Gabby hätten oft über das Buch und seinen Titel gescherzt. So sei auch der Spruch auf dem Umschlag zustande gekommen. Auch sei es nicht wahr, dass der Brief in Brians Rucksack gefunden wurde. Vielmehr habe das FBI ihn schon vor dem Auffinden Brians beschlagnahmt und Familienmitglieder. Digga, wie kommt man dazu, dass man sich überhaupt selber umbringt, ne? Das sind so viele Sachen, die ich schon wieder nicht realisieren kann. Mitglieder dazu befragt. Ich wollte nicht, dass jemand anderes ihn liest, da ich weiß, dass es nicht die Art von Brief ist, die eine Mutter ihrem erwachsenen Sohn schreibt. Und ich wollte Brian nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb habe ich Burn After Reading auf den Umschlag geschrieben. Und ich wusste, dass Brian wissen würde, was das bedeutet. Jetzt bin ich dankbar, dass er ihn... Mann, das spielt diese Werbung. Reicht doch mit Werbung, ja. Pff, Alter. Auch sehr guter Fall, muss ich sagen, ja. Sehr guter Fall, muss ich auch sagen. Haben nur zwei Leute Werbung gehabt, oder was? Tatsächlich aufbewahrt hat. Es bleibt nicht bei den rechtlichen Schritten gegen die Familie des mutmaßlichen Mörders von Gabby Petito. Die Anwälte, die Gabbys Familie vertreten, verklagen das Mob Police Department in Utah, sowie 13 Polizeibeamte, darunter Daniel Robbins und Eric Pratt, die mit Gabby und Brian gesprochen haben, als der Zeuge wegen ihres Streits die Polizei rief. Sie werfen den Beamten in Bezug auf ihre Ermittlungen zum Streit zwischen Gabby und Brian fahrlässiges Versagen vor, das letztendlich zum Tod von Gabby Petito geführt habe. Die Schadensersatzforderung der Petitos beläuft sich auf 50 Millionen US-Dollar. Das Geld, das die Familie sich von Seiten der Justiz erhofft, soll in die Gabby Petito Foundation fließen. 3 Millionen US-Dollar an Schadenersatzzahlungen hat die Familie bis zur Aufnahme dieses Videos bereits erhalten. Boah, die haben wirklich 3 Mille bekommen? Schon 2022 hat es einen polizeiinternen Untersuchungsbericht. Zu dem Einsatz gegeben, der mehr als 100 Seiten umfasste. Darin erkannte die Polizei an, dass während der Ermittlung am 12. August Fehler passiert seien, die so nicht hätten passieren dürfen. Doch einer der gravierendsten Punkte findet in diesem Bericht keinen Raum. Eric Pratt, der gemeinsam mit Daniel Robbins als erster am Einsatzort war, soll selbst kein unbeschriebenes Blatt sein. Die Familie von Gabby gibt an, Beweis... Digga, gefühlt in jeder Folge ist irgendein Polizist korrupt oder... macht irgendwas falsch, ist das so krank? Das Material dafür gesammelt zu haben, dass Officer Pratt selbst eine Vorgeschichte sexuellen Fehlverhaltens habe. Digga. So sei er in einer Partnerschaft sexuell übergriffig geworden und wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Darüber hinaus soll er einer Frau mit dem Tod gedroht haben. Sollte dies sich bewahrheiten, wäre es mindestens sehr fragwürdig, Eric Pratt mit einem Einsatz wie dem am 12. August 2022 in Utah
betraut zu haben. Anfang 2023 wird darüber hinaus ein Foto veröffentlicht, das die Brisanz der Vorwürfe der Petitos gegen die Polizisten, die Gabby und Brian am 12. August 2021 angehalten haben, noch einmal verstärkt. Damals kam es zwischen Gabby und den Polizisten zu diesem Wortwechsel. I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Because, you know. Gabby demonstrierte dann gegenüber den Polizisten, wie Brian ihr Gesicht festgehalten habe, geht aber nicht weiter auf einen Schlag ein. Dann folgt der Umschwung, über den ich euch im Utah-Kapitel erzählt habe, in dem in den Augen der Polizisten dann Brian das Opfer häuslicher Gewalt ist. Das Foto ist ein Selfie von Gabby. Das Bild scheint auf dem Beifahrersitz des Vans aufgenommen worden zu sein. Sie sieht darauf verweint aus. Und um ihr Auge ist eine deutliche Rötung sowie ein blutiger Kratzer zu erkennen. Aufgenommen wurde dieses Selfie am 12. August 2021, nur wenige Momente bevor die Polizei das Paar aus dem Verkehr zog. Und es deckt sich mit der Aussage des ersten Zeugen, der ja gesehen haben wollte, wie Brian Gabby sie wurde richtig geschlagen von ihm. Die Familie von Gabby bemängelt nun, man habe ihrer Tochter kaum richtig zugehört und sie nicht genau genug untersucht. Denn eigentlich hätten Polizisten, die wegen eines mutmaßlichen handgreiflichen Konflikts im Einsatz sind, Gabbys sichtbare Verletzungen dokumentieren müssen. Das stimmt. Wie sie es auch mit denen von Brian getan haben. Zumal zumindest ein Kratzer am Arm sowie der Kratzer an Gabbys Wange sogar in dem internen Untersuchungsbericht von 2021 erwähnt werden. In der im Untersuchungsbericht dokumentierten Befragung von Officer Eric Pratt kommt dieser sogar selbst initiativ auf diese beiden Verletzungen zu sprechen. Er behauptet aber, der Kratzer am Arm sei bereits beinahe verheilt und damit nicht in diesen Zwischenfall involviert gewesen. Die Verletzung in Gabbys Gesicht sei absolut konsistent damit, dass einfach jemand ihr Gesicht gepackt hat, wenn er sich vorher nicht die Fingernägel geschnitten habe. Ich denke wirklich, dass man das nach einem Tag nicht mehr gesehen hätte. Glaube ich nicht. Vielleicht zwei Tage. Was auch immer. Auch heute ist der Fall Gabby Petito also noch aktuell. Ihre Eltern kämpfen noch immer dafür, ihre Geschichte zu erzählen und alle Missstände, die zu ihrem Tod geführt haben, zu kritisieren. Wenn man den Fall aus der heutigen Perspektive betrachtet, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, ob das tragische Ende dieser Geschichte nicht abzuwenden gewesen wäre. Alles, was wir als Außenstehende noch tun können, ist es zuzuhören. Menschen, denen selbst Schreckliches widerfahren ist, den Behörden und den Hinterbliebenen. What would you say to Gabby now, if you could? I love you. And I hope I make you proud. Because you made me proud and I couldn't be prouder as a father. Oh mein Gott. Damit sind wir am Ende des, wie ich finde, sehr emotionalen heutigen Videos angekommen.